So, heute mal wieder Movie von mir, und zwar Walking Street, Teil 2. Und es ist jetzt um 8 Uhr. Und da werden wir mal gucken. Ihr seht, ich fange genauso an wie beim letzten Mal. Es ist alles ein bisschen neu hier jetzt. Die Lichtverhältnisse sind noch sehr gut. Da werden wir mal gucken. Also früher war hier geschlossen, ab um 7, und hier stand die Touristenpolizei. Aber ich kann ja mal kurz reinhalten in die Straße, man sieht ja eine gehende Leere. Ja, die Walking Street wird an sich auch nur von Touristen besucht, und die Einheimischen gehen nur hierher, wenn die arbeiten an der Bar. Und wenn an der Bar kein Customer war, dann gehen sie meistens hierher, um dann noch einen zu kriegen. Das, früher haben die dann vor der Diskothek gestanden, 30, 40 Mädchen. Und wenn man dann raus ist, haben die dann versucht, eben einen mitzunehmen, ne? Oder einen Customer zu kriegen, der dann die mit aufs Hotelzimmer nimmt. Jetzt in der Zeit ist natürlich so, habe ich ja schon ein paar Mal erklärt, es sind kaum Touristen da, und die Leute, die hier sind, die hier wohnen, wie ich zum Beispiel, wir gehen eigentlich nicht in die Walking Street, weil das zu viel Hektik und Trubel ist. Die Walking Street war ja früher so voll, da musste man alle 3 Minuten aufpassen, dass man nicht angerempelt wird und hin und her. So. Also hier sehen wir wieder ein paar Lädchen zu, ne? Zu, der Pistolenmann hier, wo war er hier, wo man schießen kann. Ja, ist eben gar nichts los, ne? Ich sehe hier eigentlich nur ein paar Teils, hier wieder zu. Hier war früher immer was los, da waren Diskotheken, viele werden auch, sieht man es hier, das Auto, was an der Wand ist, das war auch an sich immer eine sehr befüllte Diskothek, aber ja, wie gehabt, was soll ich hier erklären? Früher war natürlich jeder Laden auf, viele können sich das nicht mehr leisten, weil die Mieten hier, habe ich das letzte Mal schon gesagt, enorm hoch sind. Ja, geschlossen, 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 geschlossen. Es ist natürlich so, wenn man, ich weiß ja nicht, wie viel Miete hier waren, aber das war eine enorm hohe Miete, und wenn keine Kunden da sind oder nur ein paar Kunden, dann macht mal lieber zu. So, die Polizei ist auch schon hier unterwegs, aber man sieht es ja. Restaurant, das hatte ich das letzte Mal schon gesagt, dass die wahrscheinlich zu sind. Ne? Hier konnte man mal Lobster essen und Fisch. Da waren wir ja das letzte Mal drin, schönes Auto. Ja, ganz schön. Ist ein cooler Wagen, mal sehen, der bleibt gleich stehen, vielleicht können wir noch mal drauf halten. Ja, hier die zwei Diskotheken auch zu. Ich weiß natürlich nicht, wie lange das Movie wird, weil abends ist natürlich mehr los. Nicht, dass wir dann doch einen Dreiteiler machen. Ihr wisst ja, ich will immer so bei 10 Minuten bleiben, das ist immer am besten. Mal länger gucken, nützt nichts. Hier hat man das letzte Mal auch reingehalten, mit der Fockbar, wo wir mit Stefan waren und den ganzen Leuten hier, über 20 Erfurter, wo wir hier gesoffen haben und Party gemacht haben. Ja, zu. Es ist eigentlich auch sehr still heute, keine Musik. Ich müsste wahrscheinlich mal am Wochenende noch mal lang gehen. Wir haben sie heute mitten in der Woche. Dann werden wir noch mal ein Movie machen am Wochenende. Ja, hier war früher hier immer was los. Das Merlin Rouge. Die Eisbar, wo es richtig kalt ist, wo alles vereist ist.
dann hier diese, hier war immer Hip-Hop. Da war früher brechend voll hier in der Hip-Hop-Bar. Wir sehen hier die Bar, da waren letztes Mal auch ein paar Mädels, die da gerufen hatten. Ja, kein Customer da. Normalerweise ist hier um 8 Uhr brechend voll. Hier war auch immer Hektik, weil das sind offene Bars. Im Schnitt haben wir es so gemacht, an den offenen Bars erstmal ein Bierchen getrunken, 1, 2 und später dann in die Diskothek. Aber ja, was wollen wir machen, wenn keine Customer da sind und dann... Die Bildaufnahme ist ja gut, hier ist alles sehr hell, sehe ich gerade. Ich bin eben natürlich immer mal ein bisschen bunt im Gesicht durch die Werbereklame. Ja, hier wieder 2 Läden zu. Dann hier zu. Ja, ist halt sehr traurig, was Corona oder die thailändische Regierung halt so anstellen können. Und 2 hübsche Mädels, Künstler ist immer gut. Gucken wir mal. Ich bin wirklich drauf rumzukratzen. Ups. Also es ist eigentlich auch kein Ballang auf der Kasse. Wir müssen mal am Wochenende gehen, habe ich ja eben schon mal gesagt, dass da die Chinesen mehr sind, Döner, Coco Bar. Ja, hier haben früher immer, hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, die, oh, hier ist ja alles zu. Hier haben früher die Mädels getanzt, die Russenmädels. Aber ist ja auch kein Russen mehr da. Also, ich hätte mir doch eigentlich erwartet, dass hier ein bisschen mehr los ist. Aber ist ja völlig. Für Herr Weber nochmal, hier hat man es ja nochmal, die Rolltreppe. Und ja, die Restaurants, alles so, hier war immer Boxen, war immer sehr voll, sehr lustig, war allerdings mehr so ein Showboxen, also wer richtiger Kickboxer war oder wer sowas gemacht hat wie ich, ja, wir haben da mal ein bisschen drüber gelächelt. Ja, hier sind einige Schießbuden auf, also wo man schießen kann, Tätowierer leer, Massage leer. Ja, bei den enormen Mieten ist es natürlich so, dass man die Läden einfach nicht halten kann. Ja, ich gehe noch mal ein bisschen weiter, es ist ganz schön. Es ist ja gar keiner auf der Gasse hier. Ich glaube auch nicht, dass es in 1, 2 Stunden mehr ist, weil normalerweise geht der Betrieb schon so um 7 los hier. Hier hat man das Insomnia, das hat man ja das letzte Mal auch. Das ist alles, sieht ein bisschen anders aus. Aber man sieht ja Insomnia gehende Leere. Ne? Tja, was will ich dazu sagen? Das letzte Mal bin ich hier auch angesprochen worden, ob ich Drogen habe. Aber ihr wisst ja, ich nehme an für sich nichts. Ja, also im Prinzip kommt hier nicht mehr viel. Ich bin schon wieder bei 10 Minuten. Da machen wir einen Dreiteiler. Ihr seht ja, es wird immer dunkler. Ich gehe aber jetzt noch mal bis zu dem McDonald's, wo wir das letzte Mal waren.
Hier hat früher so die indische Strecke angefangen. Und an der nächsten Kreuzung kann man ja nicht sagen. Also hier war, hier war das letzte Mal drinnen, da sind wir ja durchgegangen, bis hinten, seht das, wo hier die ganzen Fische frei rumliegen, aber es liegt ja nichts Auslage leer. Das war früher alles voll und ja gut, dann mache ich jetzt erstmal einen Cut. Da machen wir einen Dreiteiler draus, dann laufe ich jetzt nochmal zurück. Hier ist die Stelle, wo die Kartons immer früher standen. Ja, in dem Sinne soll es erstmal gewesen sein. Ich drehe jetzt noch ein Movie, wenn ich zurückkehre auf der anderen Seite. Mal gucken. Aber ihr seht, da ist eh nicht viel los. Also Apo würde mich riesig freuen. Bleibt mir treu, bleibt gesund und werdet glücklich.